Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich sehr, Sie heute zu einer neuen Ausgabe vom Wohnen zu begrüßen. Das schönste Badezimmer der Schweiz. Diesen Titel gibt es jetzt wirklich und ist vom Fachmagazin Ideales Heim vergeben worden. Gestaltet hat das Badezimmer der Architekt Carlos Antonietti. Steht in der Zentralschweiz, nämlich in Weggis. Und fürs Wohnen anschauen ist Simon Keller. Ein überzeugendes Design, Technik vom Feinsten und eine Aussicht zum Träumen. Das schönste Bad der Schweiz findet man zu Weggis. Es lädt ein zum Verweilen und ist alles andere als eine gewöhnliche Nasszelle. In erster Linie war es eigentlich wichtig, dass es auch eine Wohlfühloase sein sollte. Also nicht nur ein Bad alleine, um am Morgen sich die Zähne putzen, zu duschen, sondern dass man sich wirklich auch in der Zeit, wo man im Bad ist, sich wohlfühlt. Und wohlfühlen tut sich in der Badwanne auch die Hauskatze, der JJ. Kein Wunder bei dieser Aussicht. Bei gutem Wetter präsentiert sich der Vierwaldstättersee von seiner schönsten Seite. Für uns ist es natürlich auch wichtig, dass man die Aussicht ins ganze Konzept mit einbeziehen kann. Also wenn man in der Badwanne liegt, hat man wirklich das Gefühl, man schwimmt im See oder man könnte jeden Moment im See schwimmen. Natürlich, wenn die Sonne scheint, Berge, wenn man alles wirklich schön sieht. Sogar bei nebligem Wetter bietet das Badezimmer viel Sehenswertes. Auf Knopfdruck verwandelt sich nämlich der Spiegel in einen Fernseher. So ist man auch beim Zähneputzen immer auf dem neuesten Stand. Am Morgen sind sicher Informationen interessant. Was früher im Radio war, ist halt neben wie heute mit News. Und das andere ist natürlich, für das Wellness im Bad ist es sicher mal angenehm, wenn man noch einen Film schauen kann oder noch die Nachrichten am Abend schauen kann oder noch schnell ins Internet gehen kann. Sogar die Sauna kann der Urs Steiner via iPhone fernsteuern. So kann er von unterwegs die Sauna oder das Dampfbad vorheizen, damit es bei seiner Ankunft schon die richtige Temperatur hat. Designt worden ist das schönste Bad der Schweiz von der Antonietti Architekten AG in Luzern. Der Carlos Antonietti hat bei der Planung nichts dem Zufall überlassen. Die Lichtgestaltung, Technik, Materialien und Möbel sind alle aufeinander abgestimmt. Da ist so konzipiert innerhalb des Bad, dass es natürlich ist, also eine natürliche Abfolge stattfindet, dass man gleichzeitig an für sich das Schlafzimmer, das nebendran ist, nicht tangieren tut, also mit Feuchtigkeit, Gerüche und so Sachen. Das hat entsprechend die Abstände oder die Zonen, die es dazu brauchen tut. Mit verschiedenen Sensoren steuert das Badzimmer die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur. Außerdem erkennt das System, wer gerade den Raum betritt und verändert dann verschiedene Einstellungen nach den Wünschen des Bewohners. Wir müssen eigentlich keinen Lichtschalter drücken. Die merkt, wenn jemand reinkommt und wird entsprechend wird das Licht eingeschaltet in der Helligkeit, die wir es gespeichert oder die wir es gewünscht haben. Genau das Gleiche mit der Musik. Also die Musik läuft auch mit, wenn man das gerne möchte. Ist alles integriert. Davon kann man es natürlich auch wieder überwachen, extern, entweder im Büro über einen Laptop oder über das Handy, wenn ich unterwegs bin, oder sonst über das Touchpanel, das ich schnell kontrollieren kann. Warme Materialien wie das geräucherte Eichenholz dominieren das Badezimmer und schaffen ein angenehmes Gefühl. Das Badezimmer ist meistens der teuerste Raum eines Hauses und dort drinnen soll es einem ja auch wohl sein. Auch wenn man in der Sauna ist, man muss keine Hemmungen haben, man sieht wunderschön raus, aber man sieht nicht rein. Und das ist eben auch ein Vorteil des Ganzen. Vergebens hat das Bad von Rita Germann den Titel «Schönstes Bad der Schweiz» nicht gewonnen. Nur welche Faktoren machen es denn aus, dass ein Badezimmer schön ist? Schönheit in dem Sinn gibt es eigentlich nicht als Wort oder als Bad, sondern es ist die Komposition der Materialien, die es ausmachen tut. Welche Materialien wir verwenden? Sind das warme Materialien, kalte Materialien? Aber das Zusammenspiel des Ganzen ist eigentlich das, was es ausmachen tut oder was schön könnte bezeichnen. Und das Zusammenspiel ist beim Badezimmer Weggis definitiv gelungen. Diesen Schönheitstitel hat das Badezimmer ja dank einem Wettbewerb, der die Zeitschrift Ideales Heim umgesetzt hat, bekommen. Und dafür war Roland Merz zuständig. Sie haben den Wettbewerb lanciert und auch begleitet. Ende letzten Jahr ist der Gewinner hervorgegangen. Warum ist jetzt ausgerechnet das Badezimmer das Gewinnerbad? Ja, ich denke, es war das grösste Bad von den 8, die nominiert worden sind, die dann das Publikum können wählen. Es ist einfach ein Luxusbad, ein Traumbad mit unglaublicher Aussicht.
Also es hat alles Badwannen freistehend, es ist einfach alles da, wo man glaubt, wo man ein schönes Bad halt muss haben. Also, aber Sie sagen, 8 sind dann in der engen Auswahl gewesen. Wie viele haben ursprünglich mitgemacht? Und etwa 30 bis 40 sind circa so. Also wunderbare Bäder. Mhm. Das Bad ist eher ein Raum, der halt, wo am Kommen ist, der die grösste Entdeckung gemacht hat im Wohnbereich. Wie die Küche vielleicht vor 20 Jahren. Ja, das Bad kann noch viel werden. Also, wie lange sind wir ja auch immer noch drinnen gewohnt? Oder genau. Eben drinnen gewohnt, das kommt jetzt auch länger mehr zum Zug. Was waren denn sonst noch so für Kriterien, die jetzt ausschlaggebend waren bei diesem Wettbewerb? Es ist natürlich das Badambiente. Also man muss sich wohlfühlen in diesem Bad. Materialien, die Kombinationen, Holz, Stein, es ist alles möglich im Bad. Nicht nur einfach kühl, da traut man nicht rein zu gehen. Und einfach, dass man sich dort drinnen wohlfühlt, das muss gerade angesprochen, das Bad. Das ist ja immer sehr individuell, sei das ein Wohnraum oder ein Badezimmer, ob es gefällt oder nicht, das ist ja schlussendlich Geschmackssache. Wie stark sind denn da jetzt auch die Funktionalitäten im Vordergrund gestanden? Das ist natürlich genauso wichtig wie das Gefühl, das man drinnen bekommt. Also, wenn es nicht funktioniert, dann kommt das Gefühl auch nicht auf. Man kann, auf den ersten Blick denkt man vielleicht, oh, wow, wunderbar, aber wenn man da reingeht und merkt, ja, ich steige aus der Badewanne und es hat halt das Türchen nicht, man muss zuerst irgendwie 3 Meter gehen, dann geht es halt nicht. Nicht ganz optimal. Genau, also die Funktion ist extrem wichtig. Die Vertepptomschine jetzt bei diesem Badezimmer, was ist denn jetzt vielleicht, wenn Sie etwas herauspicken können, speziell funktionell jetzt in diesem Badezimmer? Ja, es ist, ich denke, es ist im Ganzen. Es ist ein harmonisches Ding, das genug Stauraum hat, dass man alles einfach versorgen kann, dass nichts rumliegt, dass es nicht irgendwie eng ist, halt, dass man genug Platz hat auf dem Waschtisch, dass du dort halt auch noch dein Parfum hinstellen kannst. Das Tuch ist gerade parat, so auch bei der Badwanne. Das WC ist vielleicht als Funktion getrennt vom Bad, nicht irgendwie in diesem offenen, riesigen, schönen Raum, schönen Weg, das wegen dem Schmecken, wie auch immer. Mhm. Und es hat noch eine Sauna mit einer unglaublichen Aussicht. Also durch und durch einfach eine gelungene Sache aus Ihrer Sicht. Ja. Jetzt aber sind ja da auch viel Technik, technische Finessen eingesetzt worden. Wenn wir uns vielleicht so ein bisschen mal in die Zukunft orientieren wollen, ist das so ein bisschen das, was das Zukunftsbad wird bringen? Oder was kann man da erwarten? Meine Technik die entwickelt sich rasend. Aber schlussendlich in einem Bad geht man halt baden, man muss sich dann wohlfühlen. Und die Technik bleibt da eigentlich im Hintergrund. Es wird da vieles passieren. Licht, das immer mehr ist, natürlich am Abend, dass man da Farben rein tun kann. In einer Dusche geht es langsam, dass man probiert mit Düften zu arbeiten, Regenwaldstimmung aufzubringen, dass das Gefühl von innen aus noch mehr kommt. Klar, offensichtlich Internet, Fernsehen. Jetzt bei diesem Bad ist es im Spiegel integriert. Man kann hier zum Beispiel während der Zähneputzen halt schauen, was hat der Roger heute gemacht, hat er gewonnen oder nicht, wenn er gerade in Australien morgen am weiss nicht wann. Das sind so offensichtliche Sachen, aber schlussendlich bleibt die Innovation im Hintergrund. Es kann sein, dass die Innovation bezüglich Materialien, das unglaubliches Material wieder auf der, ich weiß nicht, was das ist, aber schlussendlich das Bad muss funktionieren, man muss sich wohlfühlen und da bleibt Technik eigentlich eher dezent im Hintergrund. Wir bleiben im Badezimmer, das heisst, jetzt geht es ums Duschvergnügen. Und dass man das als Zweiter erleben kann, zeigt unser heutiges Ding oder Unding. Wer lieber das Zweite als allein unter der Dusche steht und sich dabei nicht will, um die Brause streiten, für den ist die Twin Shower genau das Richtige. Statt eine hat bei dieser Duschvorrichtung nämlich gerade 2 Wasserspender. Genau das Richtige für Verliebte oder für solche, die eine Brause schlicht zu wenig ist. Die Montage ist kinderleicht, die alte Brause abschrauben und dann zuerst die eine und dann die zweite Twin Shower Duschbrause montieren. Erhältlich ist die Twin Shower unter www.geschenkidee.ch für 69,90 Franken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es für heute. In der nächsten Sendung zeigen wir Ihnen, dann, dass das Haus in Weggis nicht nur das schönste Badezimmer hat, sondern auch mit der neuesten und modernsten Technik ausgestattet ist. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander.